Deutsche Schlange ist besiegt. Herzlich willkommen heute am 21.11.2023, wann immer du dieses Video hörst oder siehst. Schön, dass du da bist. Ich möchte erstmal Dankeschön sagen. Danke, 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 danke für all die Liebe, all den Segen, für die Spenden, für die liebevollen Kommentare. Aber auch alle anderen und möchte ein Update geben, jetzt, wo wir gerade stehen, in dieser unglaublichen Dynamik. Ich hatte am Wochenende so eine starke Sakralchakra-Reinigung und einen Umbau meiner DNA, insbesondere in den Beinen und Füßen mit Operationen, aurachirurgischen Operationen, dass ich am Abend also auch wirklich wieder flach lag. Vielen Dank auch für die Teilnehmer für das Seminar oder bei dem Seminar Magic Marketing am Samstag. Die Aufzeichnung ist in Kürze in meinem Shop zu erwerben. Und was will ich jetzt noch mal im Voraus ganz kurz sagen, bevor wir loslegen? Das andere dann danach. Gut, das andere dann danach. Also erstmal danke, danke, danke. Ich habe heute keinen Namen mitgebracht. Vielen lieben Dank. Wir haben eine extreme Zeitraffung und ich darf mich auch total fokussieren. Und jetzt lege ich aber los. Und zwar heute Morgen. Und das ist auch das, was ich schon am Wochenende erfahren habe. Wurde mir gesagt in der Meditation, wir haben die Schlangenkraft besiegt. Ich habe sehr viel jetzt niedergeschrieben, wundere dich nicht. Wir haben die Schlangenkraft besiegt, die falsche Schlange. Vielleicht kennst du ja den Ausdruck, du falsche Schlange. Es ist die falsche, verzerrte weibliche Kraft. Und durch den starken Zustrom und die Rückkehr der kosmischen Mutter, der heiligen Mutter, der Urmutter, Entschuldigung, haben wir es geschafft, diese Energien vollkommen alchemistisch auf dem Planeten Erde zu transformieren. Also die falsche Schlangenkraft, das Niedrige, das Falsche, das Unwahre sozusagen, ja, und sind jetzt als Aufstiegskollektiv wirklich komplett auf dem Weg der Befreiung. Ich muss ein bisschen Licht machen, jetzt wird es gerade dunkel draußen. Nee, nee, nee. So. So, und daher auch diese ganz starke Reinigung, die immer jetzt, immerhin, immer noch fließt. Okay, Erden. Puh, schon wieder so viele Informationen. Atmen. Also, daher diese ganz starke Reinigung der unteren Chakren, denn viele von uns haben für das gesamte Menschheitskollektiv geheilt, gereinigt über viele Inkarnationen, aber ganz besonders in der jetzigen Inkarnation. Geheilt, gereinigt, geweint. Und dieses Wasser, das Wasser der Seele, deswegen haben wir jetzt auch so viele Überschwemmungen, Wasser an allen Ecken und Kanten, dieses Wasser der Seelen reinigt sich jetzt. Also auch all diese Tränen, die geflossen sind, in dieses Seelenmeer, ja, in dieses Meer der Gewässer der Seelen und auch natürlich unsere Meere, wie ich das schon in anderen vorherigen Videos berichtet habe, werden sich beginnen zu reinigen, natürlich auch mit der Unterstützung später durch die Menschen oder teilweise jetzt schon, ja. Also dieses Wasser, das Wasser der Seelen, das reinigt sich jetzt. Und das ist das Sakralchakra. Und Kreuzbein, unterer Rücken, Becken, Beine, Füße, Fußgelenke, alles, was nach unten abfließt, ja, damit nach oben viel mehr einströmen kann. Aber darauf gehe ich noch ein. Also diese Meere müssen sich jetzt wirklich reinigen, werden sie auch beginnen und viele junge, lichtvolle Seelen werden das auch übernehmen. Diese Reinigung auch der Meere, ja, die Reinigung auch der Meere. Und viele sind sehr, sehr erschöpft. Also
diese Liebeslichtarbeiter und Träger, die in vielen Inkarnationen, aber auch in diesem Leben noch so viel gewirkt haben für das Menschheitskollektiv. Ich weiß, dass viele sehr, sehr erschöpft sind. Dennoch werden wir jetzt mit so hohen Frequenzen versorgt aus der Quelle, dass wir zurückkommen, mehr und mehr in unsere Gesundheit, in unsere Kraft, in unsere Seelenenergie, in den heiligen Schoß unserer Kraft. Was jetzt auch geschieht, ist, dass sehr viel Ahnenheilung und Klärung jetzt nochmal durchgeführt wird durch all die Inkarnationen der Ahnenlinien, weiblich wie auch männlich. Und wir werden dadurch, so erlebe ich es auch, ja, auch in meinem Körper, auch seelisch, geistig, jetzt in diese Wiedergeburt dieser heiligen Gewässer in der Seele gehen. Und was auch geschieht jetzt, ist, dass wir die letzten karmischen Schichten abwerfen. Letzte toxische Verbindungen abwerfen. Letzte Generationstrauma und Ahnentraumata lösen, erlösen und heilen. Das ist jetzt alles im Feld. Bei jedem geschieht es ja ganz unterschiedlich. Und wenn du magst, kannst du gerne an dieser Online-Ahnenaufstellung Mutter, Vater teilnehmen am kommenden Freitag, 24.11. Alles auf meiner Webseite wiederzufinden, www.daniel-gernand.de oder hier unten in der Box. Und es wird später auch eine Aufzeichnung davon geben, die du dann später, wenn du nicht dabei sein kannst, auch erwerben kannst. Okay, also gehen wir mal weiter. Dieses göttlich-weibliche Licht, so möchte ich das mal sagen, ja, oder besser gesagt, diese Frequenzen bringen uns jetzt mit der Reinigung des Sakralchakras, ja, bringen uns jetzt unsere göttlich-weibliche Autorität zurück. Das natürlich erstmal für diejenigen, die in einem weiblichen Körper geboren sind in dieser Inkarnation, aber auch die göttlich-weibliche Autorität des Mitfühlens. Auch für diejenigen, die in dieser Inkarnation einen männlichen Körper gewählt haben. Und die Heilung des weiblich inneren Kindes. Also, wenn du kannst und wenn du das für dich spürst und dein Weg ist, dann geh in eine Meditation zur Heilung deines weiblichen inneren Kindes. Und je stärker dort die Transformation und die Reinigung ist, desto mehr wirst du merken, landest du in deinem Körper, kommst du mehr und mehr in deinem Körper an. Du wirst mehr und mehr geerdet. Und das ist ja das, was so vielen fehlt, ja. Gerade wenn viele eine spirituelle Ausrichtung haben, hatten, die totale Erdung im physischen Körper. Und das ist das, was dann kommt jetzt mit dieser alchemistischen Umwandlung auch darin, ja. Du wirst also wieder vollkommen in deinem Körper landen, ankommen. Dieses, da haben wir es wieder. Ich möchte ankommen. Ganz in deinem Körper mit deinem Seelenlicht und der Seelenenergie geerdet im Körper. Und was jetzt auch im Feld ist und was wir auch haben werden, bis ungefähr Januar 2025, dass nochmal Beziehungsthemen, Beziehungen korrigiert werden, geklärt werden, gereinigt werden. Wir werden viele Scheidungen erleben und wir werden viele Hochzeiten erleben und wir werden viele neue Verbindungen erleben. Darauf gehe ich auch noch ein. Beziehungsthemen, die jetzt dich so dahin bringen, dass du dich befreien kannst, sofern du willst, nach deinem freien Willen, und dich dann, und das ist auch das Sakralchakra, dich ganz in diese heilige Lebenskraft
erden. Also umso mehr du dich wirklich befreit hast aus. Jetzt kriege ich so ein Bild von den, also eigene Ketten, die wir uns angelegt haben, eigene Begrenzungen, eigene Mangelidentitäten. Ja, umso mehr du dich befreit hast dabei, damit, davon, darin, umso stärker wirst du sehen, dass das Ganze, die ganze Lebensseelenenergie also in deinen Körper hineinfließt und du dich erden kannst. Und das, was jetzt auch im Feld ist, dass alle Zeitlinien von uns, die in der Trennung waren, jetzt vereinigt und geheilt werden. Deswegen ist das auch so anstrengend. So viele Zeitlinien, auch Ahnenzeitlinien, ja, sei es die männliche oder die weibliche Ahnenzeitlinie, wird geheilt. Wir kommen ja bald in die, sind wir schon 21. Schützesaison? Also das war ja die ganze Skorpionsaison auch, ja. Das ist also das, was jetzt auch stattfindet, dass wir also alle Zeitlinien, die in der Trennung waren, dass wir die jetzt heilen und damit auch in diese göttlich-weibliche Ursprungskraft in uns, in diesem heiligen Schoß, also in unserem Becken, ganz geerdet wieder ankommen. Mir wurde auch noch gesagt, dass alle Teesorten für das Sakralchakra natürlich jetzt gut sind, auch übrigens grüner Tee, ja. Und diese Schlangenkraft, darauf möchte ich jetzt nochmal eingehen, diese falsche Schlangenkraft, die uns gebunden hat an die niedrigen Erdschwingungen, Erddimensionsschwingungen, die ist jetzt erlöst. Und das bedeutet, dass wir mit dem Aufstiegskollektiv davon jetzt auch befreit sind. Und das geschah jetzt in dieser Skorpionsaison und das geschah vor allem mit diesem 11:11-Tor und 11:11:11-Tor, ja, und dann noch mit diesem Neumond. Und das ist ein riesiger Gnadenakt, der jetzt geschehen ist. Und dann durfte ich heute Morgen nochmal Informationen erhalten von der Zentralsonne und vom Hohen Kosmischen Rat und die möchte ich dir jetzt gerne weitergeben. Es ist ein nächster Shift auf diese Aufstiegszeitlinie, die jetzt geschehen ist. Ich frage noch mal kurz ab und zwar. Also wenn du jetzt erlebst, wenn du jetzt noch viel Trauer erlebst, viel Weinen, viel Tränen, viel Klärung, viel Entscheidungsanfragen auch, ja, aus deiner Seele, deiner Seelenmonade, die Verbindung mit deiner Seelenfamilie wird immer stärker, deiner Seelenmonade. Lass es fließen. Das ist dieses Wasser. Lass es fließen. Wir werden noch viel Wasser und Überfluss, überfließen, erleben. Okay, also ich gehe jetzt noch mal rein in diese Information aus der geistigen Welt. Dieser Weg, den ihr gegangen seid, war sehr schwer. Diese Seelen, die Starseeds, haben sich vorgenommen, den Planeten zu befreien. Die 144.000 reinen Seelen, 144.000 aus den Engelsfamilien, Familienstammbaum der Menschheit, haben sich einst vorgenommen, diesen Planeten zu befreien. Licht. Dieser Familienstammbaum der 144.000 Seelen stammt im Ursprung aus Mu, Lemurien und später auch Atlantis. Sie inkarnierten wieder in Atlantis. Atlantis war eine andere Bewusstseinsebene, schon ein weiterentwickeltes Bewusstsein, welche sich sehr stark technologisch orientierten. Dieser Familienstammbaum der 144.000 goldenen Seelen
aus dem Mutterstammbaum der Erde heraus, dem Mutterbaum der Menschheit, übernahmen den Auftrag aus der Quelle vom Schöpfer, dem Planeten Terra zu helfen, den Aufstiegsprozess zu vollziehen. Sie wussten, dass andere terrestrische Spezies, ich musste nachschauen, was es bedeutet, dies verhindern wollten und wussten, dass sie sich mit dem durch viele Leben bis zum Punkt X auseinandersetzen werden. Es ging nicht um die vielen Inkarnationen. Es ging darum, die dunklen und niederen Schichten, dies, was sich ausbreitete, hier sinnbildlich die Schlange, die sich direkt am Boden der Erde bewegt und ihr Gift ausspuckt und gleichzeitig diesen Boden der Erde für sich bewacht und beherrscht in ihrer Aufgabe. Dieses Netz der Schlangen und Spinnen, welches sich ausbreitete als Kommunikationsnetz der unlichten Spezies in der Galaxie und übrigens auch in anderen Galaxien, diese Spezies, die abtrünnig waren vom Licht Gottes, wieder mit dem Licht und der Liebe Gottes zu durchdringen, damit der Planet Terra Gaia dann aufsteigen kann. Auch waren dies Abtrünnige aus der Galaktischen Föderation. Ich habe das extra nochmal nachgefragt. Diese alten Gitternetze um den Planeten werden schon seit einer Weile gesprengt, begannen sich aufzulösen durch die starken Lichteinwirkungen der Quelle und Zentralsonne und es begann 2002 und findet einen weiteren Höhepunkt in 2024. Wir, die Zentralsonne, als ein kosmisches Wesen in der Singularität sind nicht fähig, diese Erfahrungswelt der Menschen, der Sinneswelten wahrzunehmen. Der Ausdruck, den wir, ich, diese Lichteinheit, ist ein ständiges Pulsieren von Wirken und Schöpfen auf die Einheit, auf die Dimensionsräume, auf die Welten. Diese Lichtliebesimpulse sprengen nun vollkommen das alte Gitternetz um die Erde in ihren Auswüchsen der ehemaligen Gefangenschaft und die Errichtung des neuen Lichtgitternetzes, welches die Erde in den kosmischen Zustand der Alleinheit verbindet und bringt auch die Erdachse, die sich jetzt verschieben wird, damit, langsam, ich habe es runtergeschrieben, und bringt. Und auch die Erdachse, die sich jetzt verschieben wird, bringt damit neue Wurzeln und stellt den göttlichen Verbund der göttlichen Ordnung in der Galaxie mit all den anderen Planeten wieder her. Übrigens wird diese Erdachsenverschiebung, also sprich dieser Sonnenblitz, der sich aufbauen wird, erst im Inneren, da habe ich ja darüber berichtet in einem Video, später im Äußeren, es kommt immer näher, muss ich wirklich dazu sagen, dieser Shift. Und mit diesem Shift wird das Aufstiegskollektiv, welches ungefähr von der Menschheit 30% sein wird, 30-50%, je nachdem, wie intensiv sich jetzt die Menschheit noch entwickelt, wird also das Aufstiegskollektiv komplett erheben, also komplett in den vollkommenen bewussten Zustand, Bewusstseinszustand, in die Verkörperung dann. Und es gibt auch schon auf unserem Planeten, die Frage kam, Meister, und es werden immer mehr, die diese Verkörperung komplett schon geschafft haben. Also es entstehen neue Art Wurzeln
Und es entsteht ein neuer göttlicher Verbund in der göttlichen Ordnung in der Galaxie und mit all den anderen Planeten. In Absprache mit der Schöpfung und den hohen Räten eurer Galaxie sind weitere außerirdische Angriffe von gewalttätigen Rassen und Spezies in der Galaxie nicht mehr erlaubt. So haben sich auch hier Splittergruppen gebildet und diejenigen, die sich mit den neuen Lichtgitternetzen verbinden, wollen von Terra Gaia, also diejenigen, die sich mit dem neuen Lichtgitternetz verbinden wollen von Terra Gaia und auch den anderen Lichtgitternetzen von den Planeten in dem Aufstiegsprozess werden aufgenommen. Das Mars-Kollektiv, das Orion-Kollektiv, die Anunnaki, einige von Zeta Reticuli, entscheiden sich für die Aufnahme und Annahme des Lichts und dem Bündnis mit dem Hohen Kosmischen Rat. Neue Bündnisse werden nun entstehen, auch auf eurem Planeten sichtbar. Neue Ländervereinigungen, neue Communities, neue Gemeinschaften und neue Schulen, intergalaktische Lehren und intergalaktische Bündnisse. Ja, das ist das, wo wir derzeit stehen. Denn die Transformation findet ja nicht nur hier auf dem Planeten Erde statt, sondern sie findet in unserer gesamten Galaxie statt. Und die Auswirkungen dieser niedrigen Schwingungen, die ja früher auch schon andere Planeten hatten, diese sind ja schon aufgestiegen. Die Erde ist ja der letzte Planet, mit der jetzt vollkommen aufsteigt und dann die ganze Galaxie, welches wiederum andere Galaxien beeinflusst. Und dann das ganze Universum. Und ich soll jetzt nochmal darauf eingehen, was mit denjenigen ist, die also hier dieses Spiel auf diesem Planeten nicht beenden wollen, ja? Es wird einen Punkt geben mit diesem Sonnenblitz, dieser Punkt X, dieser, das wird auch eine Art Nullpunkt sein, wo sich die Erde, höre ich jetzt wirklich, auch vollkommen dreht und all diese Spezies, Wesenheiten, die den Planeten nicht verlassen wollen und nicht aufhören wollen, entfernt werden. Ich habe im letzten Video darüber gesprochen und das ist entschieden. Und das ist die Aussage, die hier getroffen wird. Das ist entschieden. So, ich wünsche dir eine gute Zeit, dass du gut durch die Reinigung kommst, denn wir haben den nächsten großen Zyklus, ja, wir gehen ja dann in den Dezember hinein, also sprich ab Ende November schon, und wir kommen in die Schützesaison hinein. In diesem Sinne wünsche ich dir, wir haben jetzt glaube ich auch einen Vollmond demnächst, okay, die Zeit geht so schnell, ich wünsche dir eine gute Zeit, eine gute Reinigung, eine gute Heilung, eine Gesundung, und ganz viel Gottvertrauen, Glaube und Segen für dich. Danke, danke, merci, bye bye. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Deine Danielle.